ich begrüße euch ganz herzlich zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich 15 Uhr ist für die Galerie ungewöhnlich und ich weiß auch nicht, ob alle Leute das gecheckt haben. Ich bin froh, dass ihr das her den Weg hergefunden habt. Ich freue mich, dass ihr da seid zu meiner Sommerausstellung, die eigentlich nur eingesprungen für einen Maler, der leider erst verschoben wird auf nächstes Jahr, weil er seine Frau aus gesundheitlichen Gründen nicht ausstellen kann. Ich habe mir dann vorgenommen, ich mache eine Ausstellung mit Sommerbildern und zwar von meinen diversen Malreisen. Ich habe zuerst schon angedeutet oder manchen erzählt, die meisten oder viele, ein Teil davon, sind aus den Bergen, aus Zermatt, wo wir immer mit Rucksack, Pinsel und Palette unsere Wanderungen unternommen haben, 2-3 Stunden marschiert, uns wohin gesetzt haben, und zwar die ganze Familie, und die Gegend gemalt haben. Der Gegensatz dazu ist natürlich in dem Fall das Meer, und auch da habe ich sehr schöne Bilder, sehr schöne Landschaften erlebt und deswegen auch schöne Bilder malen können. An den Küsten Istriens, Mallorcas, Sizilien, Zakynthos, Italien, ich glaube, das sind jetzt alle. Und das dritte ist das Land um uns herum, hier um unsere Gegend, Tschechien, Weinviertel, Waldviertel, also auch davon gibt es Ansichten. Ihr könnt euch dann alles noch genauer anschauen. Ich möchte euch einfach dann noch einladen, beim Buffet zuzugreifen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch zur nächsten Ausstellung kommt. Da ist der Gerhard Schmidtbauer heute zu Besuch. Der wird mit mir zusammen und mit einem dritten Künstler aus Wien Aktzeichnungen ausstellen. Und Gemälde, ich Zeichnungen, die beiden natürlich Gemälde.